Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Ich bin Mr. Cutter für euer Let's Play des Kaninchen. Und wir sind Level 5. Das bedeutet, wir können die nächste Aufgabe unserer Gilde annehmen. Erstmal geben wir aber hier noch die Pilzbefallquest ab. Mit deinem Sieg über die Frost. Wir nennen sie ab jetzt Frostfungi. Hast du deine Qualitäten als Abenteurerin bewiesen? Sicher wirst du es in Gridania noch zu etwas bringen. Du hast Pilze getötet. Stufe 1 Pilze. Ich bin schon sehr auf deine weiteren Taten gespannt. Ich nehme den Hut für alle und... Also das ist ja ein bisschen lächerlich, dass es Krieger und alle gibt. Sorry. Und der ist halt auch wieder mitternachtsblau. Also bitte, ja? Das ist ja... Das nehme ich... Ich nehme dies nicht an. Kann ich dich anlegen? Nur mal so aus purem Interesse. Wieso sehe ich das nicht? Hä? Wieso hat der Hut kein Aussehen? Wieso hat der Hut kein Aussehen? Ich traue mich übrigens nicht, die Klamotte abzulegen. Oh Gott, ich dachte mir genau, dass das passiert. Warum hat aber der Hut kein Aussehen? Ich meine, vermutlich ist es immer ganz gut, dass Hüte kein Aussehen haben, aber trotzdem. Naja, werden wir schon herausfinden. Wir teleportieren uns erstmal in die Druidengilde. Danach. Das Aussehen erinnert mich eher an ein anderes Spiel. Von den Damen hier. Das ist eher etwas mit She Will Punish You. In die Richtung habe ich das Gefühl, geht das Aussehen. Ach, Klamotten, bitte, dankeschön. Schön, dich wiederzusehen, Bianba. Und du scheinst dich inzwischen daran gewöhnt zu haben, die dich umgebende Energie bewusst wahrzunehmen. Aber die Kunst der Druiden umfasst noch viele weitere Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Um dein Wissen weiter zu vertiefen, möchte ich, dass du dich nun mit dem Wesen des Elements Erde beschäftigst. Brich zum gesegneten Jungbaum im Nordwald auf und mache den Druiden Nolanel. Nolan auf. Er ist ein äußerst begabter Lehrmeister und nur wenige können es mit seiner Hingabe für das Element Stein und Erde aufnehmen. Er wird sicherlich gerne sein Wissen zum Thema Erde mit dir teilen. Auf nach Norden! Und dort mehr über Erde erfahren. Geil. Oh, hier. Dann erfahren wir was über Dreck. Dreck und Schmutz. Aber wie komme ich jetzt, warte mal, nach Norden? Ich muss in den Nordwald. Ist das auch der, wo ich... Ist da auch der Stuben? Ist der auch im Nordwald? Nee, der ist ja im Südwald. Ach, das ist ja unangenehm. Ich gehe in den Nordwald. Wir machen unsere Druidenaufgabe. Den Rest machen wir später. Heute Druiden. Druiden. Barnabutant, du hier? Was machst du hier? Schönen guten Tag. Du willst etwa zur Flüsterinstallung. Du willst etwas zur Flüsterinstallung bringen? Dann halt dich hinter dem Tor in Richtung Südwesten. Das sieht nach einem metallbeschlagtes Chocobo-Zaumzeug aus. Zeig ihn mal Botwin. Botwin kümmert sich um die Chocobos und es kann gut sein, dass er den Metallbeschlag schon verzweifelt sucht. Chocobo, Chocobo. Oh, ich hoffe, es gibt das als Geräusch, wenn man reitetet. Reitetetet! Schmutzige Wegbiester. Geht mir alles im Weg, ich muss nichts töten. Noch nicht jedenfalls. Oh, hübsch. Ah, hübsch. Wie komme ich da hoch? Hübsch, hübsch, hübsch. Paul Mont. Eine Wache bei Itats Wachturm ist auf der Suche nach einem Abenteuer, um ein paar verschmutzte Wegweiser zu säubern. Du bist hier, um mir zu helfen, nicht wahr? Nun denn, ich wäre dir dankbar, wenn du deinen Auftrag von meiner endlosen Liste übernehmen könntest. Begib dich entlang des Weges nach Westens und reinige zwei der Wegweiser. Ich schwöre bei Nofika, diese Wegweiser sind wahre Schmutzmagneten. Sprich mit irgendwem in der Flüsterhainstellung, wenn du damit fertig bist. Es wird sie freuen zu hören, dass die Wegweiser wieder sauber sind, zumindest für eine Weile. Kjavana Yotsi. Na dann.
Also was ist da oben? Schmutzige Wegweiser sind nach Norden und nach Süden. Machen wir das mal. Opo, opo. Oh, was bist denn du für ein Süßer? Was bist du denn Süßes? Bist ein kleines Äffchen? Oh, du bist kein kleines Äffchen. Alpha-Mantel, Stufe 37. Viel Erfolg. Ihr schafft das. Da lege ich mich nicht mit an. Da lege ich mich nicht mit an. Ja, ich könnte natürlich jetzt die ganzen Monster klöppeln. Das wollte ich am Anfang dieser Folge sagen. Anfang der Folge. Es ist Anfang der Folge. Und zwar ist die Frage, wie wir das machen wollen. Wir haben ja dieses Bestiarium, wo wir diese ganzen Monster für die Druiden-Klasse und für die anderen Klassen muss ich auch noch klöppeln müssen. Und dafür muss ich hier zum Beispiel diese Marienkäfer angreifen und töten und dann davon ganz, ganz viele angreifen und töten, um hier entsprechend voranzukommen. Und da ist die Frage, das ist natürlich einfach stupides Klöppeln und Farmen, ob ich das als Folgen machen soll, da seht ihr das, haha, 1 von 3. Oder ob ich das lieber offscreen machen soll, wenn ich das versuche zu erfüllen. Das müsstet ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne haben möchtet, damit ich mich da nach euren Wünschen richten kann. Hallihallo. Du hast die Wegweiser gesäubert. Achso, vielen Dank. Bei all den Arbeiten, die hier anfallen, hatte ich befürchtet, sie würden noch lange Zeit verdreckt bleiben. In diesem Zustand scheinen sie eine willkommene Brutstätte für die Kreaturen in der Gegend zu sein. Es scheint dieser Tage immer weniger Bäume zu geben, die Monster für den Nestbau als geeignet betrachten. Die Reisenden entlang des Weges dürften ziemlich überrascht sein, wenn wir den Monster gestatten, ihren Nachwuchs bei den Wegweisern klüpfen zu lassen. Vielleicht hilft etwas Hornissentinktur, um die Besten fernzuhalten. Heißt das eine neue Quest? Opo-Opos! Opo-Opos, die haben wir schon gesehen. In Mühlenhain sind Opo-Opos in das Lager von Dameta eingebrochen und haben Muntui-Bohnen geklaut. Normalerweise essen Opo-Opos gar keine Muntui-Bohnen, aber diese Exemplare müssen wohl sehr ausgehungert gewesen sein. Von mir aus können die stinkenden Bohnen ruhig gestohlen bleiben, aber die arme Dameta tut mir leid. Würdest du die diebischen Opo-Opos fangen und ihnen die Muntui-Bohnen abnehmen? Angeblich haben sie 6 Bohnensäcke geklaut. Großartig! Mühlenheim liegt nördlich von hier auf dem Weg. Dorthin tummeln sich einige Opo-Opos, mit denen sind die Diebe dabei. Okay. Kann ich hier rüber springen? Kann ich, sehr gut. Hi. Vione. Ja, du bist es. Die Abenteurerin, die von der letzte alle reden. Alle? Mhm. Kannst du mir auch einen Gefallen tun? Es geht um einen einfachen Botengang. Doch er wird dich durch den Wald führen und ist deshalb nicht ganz ungefährlich. Für jemanden wie dich wird es sicherlich trotzdem ein Spaziergang. Der Leinbeutel, den du transportieren sollst, müsste noch auf dem Feld in der Stadt liegen. Frag Gillian danach, sie wird ihn dir zeigen. Erstmal gehen wir nach Bodwin, der mir etwas über Erde beibringen soll. Ah, verdammt! Oder die Metallbeschlag hält das... Nein, weil Bodwin war nicht der... Nolan sollte. Bodwin war der Chocobo-Dude. Wir passen das Soundtrack speziell auf jeden Chocobo an. Das ist alles Maßarbeit, sage ich dir. Deswegen sind die Ersatzteile nicht so einfach zu beschaffen. Wie bitte? Du hast den Mittelbeschlag? Das ist ja wunderbar. Her damit. Bitte. Das ist das verlorene Teil. Jetzt passt das Tomzeug wieder wie angegossen und ich kann ohne weitere Verzögerung mit dem Training fortfahren. Vielen Dank. Hier hast du deinen Finderlohn. Ein Chocobo? Ich nehme eine Hanfhallprobe. Gut, dass ich meine keine gekauft habe. Die ist genauso gut wie meine. Aber die hat vermutlich einfach mehr Kleidung am Leib. Dann, ja bitte. So. Ach, guck mal, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Hat man nicht mehr das Gefühl, dass sie irgendwie gerade aus dem Bett gestiegen ist und vergessen hat, sich was anzuziehen. An der Flüstereinstellung möchte dich Budwin einige Monster in der Nähe zu erledigen. Wenn du gerade Zeit hast, könntest du den Wald von ein paar Schattenmilben befreien. Traust du dir zu, 6 von diesen Biestern zu erledigen? In letzter Zeit ist es nämlich öfters vorgekommen, dass die jungen Chocobos, die gerade zugeritten werden, von den Schattenmilben gescheucht vor den Schattenmilben gescheut haben und ihre Reiter abgeworfen haben. Bei Chocobos wirken solche Schreckmomente noch tagelang nach und einige lassen nie wieder einen Reiter in ihrer Nähe. Deshalb hoffe ich, dass du uns hilfst, die Störenfriede zu vertreiben. Gerne, gerne. Wie komme ich da rein? Komme ich hier rein? Komme ich hier rein? Komme ich hier rein? Das ist eine Quest. Da ist irgendwas. Ein Chocobo. No!
Bald bin ich Stufe 10. Bald bin ich Stufe 10! Und dann gehört einer von euch mir. Gemüse! Sorry. Hey, Gillian. Vione schickt dich? Sehr gut. Ich bin froh, dass sie endlich jemanden gefunden hat, der diese Stinkbombe von ihr fortschafft. Der Beutel stinkt so gewaltig, dass einem übel wird. Deshalb habe ich ihn da hinten in der Ecke deponiert. Der Leinbeutel muss zu den Seher Nolan gebracht werden. Er pflegt den Gesellenjungbaum, also wirst du ihn dort am ehesten antreffen. Der heilige Baum liegt mitten im Wald westlich von ihm. Gib mir den Leinenbeutel. Wehe, ich muss ihn jetzt zeigen und kann nicht kämpfen. Das wäre gut. Das wäre jetzt wirklich gut. Es gab ja in Bless Unleashed war das. In Bless Unleashed gab es solche Quests, wo du dann wirklich dich bewegen musst. Also wo du dann wirklich Sachen getragen hast und dich nicht groß wehren konntest derweilen. Ich springe mal hier runter und gehe mal zu dir. Dann ich lasse mal die Schattenwelt noch ganz kurz in Ruhe. Ich habe gleich noch genug Zeit zu töten. Stinkbomben, fangen wir damit an. Stell dich dem Fate? Fate steht für Full Active Time Event oder auch Fatales Ereignis. Diese öffentlichen Aufträge tauchen periodisch überall im Irza auf. Jeder, der gerade vorbeikommt, kann daran teilnehmen. Wenn ein Fate in der Nähe stattfindet, erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm und dessen Ort wird auf der Karte markiert. Die Art des laufenden Fate kann anhand des Icon identifiziert werden. Wenn du den Cursor wird der Name angezeigt. Sobald du in Reichweite verwendest, wenn er in derartige Stufe mehrere Stufen über der empfohlenen liegt, erscheint der Schaltfläche anpassende Aufgabenliste. Benutze diese Schaltfläche, um deine Stufe automatisch anzupassen, damit die Behältung für Teilnahme erhältst. Okay. Du hast mir das mitgebracht? Ja, Dünger! Ha, was für ein wunderbarer Duft. Darauf habe ich schon sehnlichst gewartet. Vielen Dank. Dieser Dung wird unserem Jungbaum gut tun, auf dass er wachsen und gedeihen möge. Chocobo-Dung ist schließlich ein hervorragender Dünger, der nicht umsonst auch beim Anbau von Gizarre-Blättern verwendet wird. Er riecht ein bisschen streng, aber nach ein paar Tagen verschwindet der Geruch von den Händen. Keine Sorge. Also kehre zur Stallung zurück und richte wie ohne weiter meinen Dank aus. Gerne fast, aber ich habe noch was. Du bist auf der Suche nach dem grünen Nolan? Nun, deine Suche hat ein Ende. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ah, Izumi Yan hatte dich gebeten, mich aufzusuchen, um mehr über das Element Dreck zu erfahren. Das freut mich. Die Kraft des Drecks ist das solide Fundament eines jeden Druiden. Ich könnte dir tagelang über seine Varianten und Eigenschaften, den Geschmack, den Geruch und das Gefühl auf der Haut, wenn man sich darin wälzt, erzählen. Aber als Abenteurerin hast du vermutlich keine Zeit, um so lange hier zu verweilen. Stattdessen sollst du die Qualität dieses Drecks am eigenen Leib durch den Kampf erfahren. Bianbar, ich habe folgenden Auftrag für dich. Suche östlich von hier in der Nähe der Flüstereinstallung nach einem Fleckchen Erde, das Spuren von Verdorbenheit aufweist. Benutze deine einzigartigen Sinne und versuche, die Wunde der Erde an Gestalt annehmen zu lassen. Daraufhin sollte das verdorbene Wesen erscheinen, das sich an einem solchen Wunde labt. Besiege es mit deiner animistischen Magie und stelle den natürlichen Fluss der Energie wieder her. Während dieser Begegnung wird dir das Wesen der Erde bewusst werden. Geh fort, Bianbar, und erweitere deinen Geist. Nimm diese Kräuter, rauche sie, auf dass du dieses böse Monstrum siehst. Wo muss ich hin? Schreckhaft Chocobos, Prüfung der Erde. Osten. Wir machen mal ganz kurz die Schattenmilben hier weg. Hübsches Schulmädchen-Outfit, was die da hatte. Erinnere mich, weil es als Katzenmädchen noch dazu erinnerte, dass mich ein wenig an Blake aus Ruby. Sehe ich irgendwo? Ach, da sehe ich das. Erleidet schrittweise Windschaden. Wie viel von dem muss ich töten? 6! Mein Gott, okay, das machen wir auch später. Erfahrungsstufe! Stufe 6! Yay! Das machen wir alles später. Wir gehen jetzt erstmal da hoch und machen die Prüfung des Drecks. Hier soll irgendwo verdorbene Erde sein. Das sieht nach verdorbener Erde aus. Ich konzentriere mich auf die verdorbene Erde. Unreiner Erdexergon. Das wäre halt jetzt cool, wenn man jetzt noch wirklich hier irgendwie richtige Interaktionen, also mit Bewegen und sowas machen hätte. Bewegung machen.
Machen wir kaputt. Ist kaputt gegangen, die Erde. Miau. Ich musste erzählen, euer Dreck ist weg. Nolan hat sich also zufrieden gezeigt, ja? Dann bin ich beruhigt. Vielen Dank für deine Hilfe. Wie bitte? Ich hätte dich warnen sollen, dass der Beutel Schokobonbon steckt. Hatte ich das nicht gesagt? Ach, in der Zeit bin ich überhaupt zerstreut. Nun ja, vielleicht kann ich mit dieser kleinen Belohnung versöhnen. Gib mir Geld und Erfahrungspunkte. The fuck? Ich will gar nicht wissen, was das war. Jo, Nolan. Lunadil. Willkommen zurück, Bianba. Die Gebieter flüstern mir von deinem Erfolg. Was war das für ein Gefühl, mit der Verkörperung der Erde gegenüberzustehen, dessen Ansturm zu überstehen? Hat die vernichtende Macht dieses Elements dich bis ins Mark erschüttert? Nein? Diese verdorbenen Flecken entstehen, wenn die natürliche Ordnung verloren geht. Aber durch das Besiegen des unreinen Exargons hast du den Fluss der Energie wiederhergestellt. Spürst du, wie die Kraft in die Erde zurückgeht? Das Land wurde durch deine Tat geheilt. Das Feld wird bald wieder reichhaltige Ernte einbringen. Wenn du dich das nächste Mal der Kunstruinen hingibst, denk an diese Aufgabe und daran, was du hier geleistet hast, zurück. Erlebe einmal mehr die erdrückende Macht der Erde und labe dich an Erinnerung an den wiederhergestellten Energiefluss. Dadurch wird dein Verständnis der Natur weiter zunehmen. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst, Sophie. Diese Abenteurerin hat den weiten Weg von der Grotte der versunkenen Gedanken auf sich genommen, um eine wichtige Lektion zu lernen. Du solltest dir ein Beispiel an Bianba nehmen. Wenn du eine Druidin werden möchtest, die dessen Namen auch verdient, dann musst du dich bemühen, die Natur zu studieren. Hörst du mir überhaupt zu, junge Dame? Warum sollte ich mich mit Lernen herumschlagen? Ich brauche kein Wissen über die Natur, um eine Druidin zu sein. Endbösewicht incoming! Siehst du? Sylphie, du hast eine seltene Gabe für die Heilung, eine wundervolle Gabe, aber wie? Aber es gehört mehr dazu, ein Druide zu sein als... Nein, gehört es nicht. Aber ich will nicht mehr sein, ich möchte heilen. Ich bin gut im Heilen. Du kannst mich nicht zwingen, diese anderen Sachen zu tun. Sie will nicht töten und zerstören. Oh, du hast einen geilen Stab. So möchte ich auch. Ach, Gleichgewicht der Natur. Tod und Leben gehört zusammen. Manchmal frage ich mich echt, warum ich überhaupt versuche. Sylphie ist kurz vor dir in unsere Gilde beigetreten. Sie hat große Begabung dafür, Heilzauber zu weben. Sie betrifft darin sogar einige unserer erfahrensten Brüder. Leider will sie sich nun überhaupt nicht mit der Grundlage der animistischen Magie beschäftigen, der Natur. Alles, was sie macht, ist nach Lust und Laune Wunden zu versorgen. Doch zurück zu dir. Ich habe dir gesagt, was du über das Element Erde wissen musst. Du kannst nun zu Isomian-Chan zurückkehren. Yay! Okay, dann töten wir noch schnell die Schattenmilben hier. Die uns noch fehlen. Und dann gehen wir erstmal zurück, geben diese Quest ab, damit wir unser Outfit bekommen. Und auch die dann vermutlich neuen Aufträge, die dazugehören. Das Bestiarium Druide 4 ist vollständig. Ach, guck mal. Solche Roboter. Stein! Stein! Marienkiel, Schufzfilfbaumschrat. Ah, ich weiß noch nicht. Ein Nachteil, den ich jetzt schon wieder finde, ist... Also, es ist etwas, was mich zum Beispiel bei Neverwinter auch stört und auch bei anderen Spielen gerne mal die
ähnliches System haben. Hier ist eine Reichweitenangabe, 25 Y. Was ist denn ein Y? Wie viel ist denn ein Y? Also, dass ich mir, wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, dass mir dann kein Radius angezeigt wird oder sowas, wo ich weiß, ah ja, guck mal, in diesem Radius kann ich das überhaupt nutzen. Das wäre eigentlich ganz schön, weil ich habe doch keinen Plan, was ein Y ist. Wir haben auf jeden Fall eine Aufgabe schon abgeschlossen. Wir haben die Schattenmilben abgeschlossen. Sehr schön. Miau. Ist das ein Yard? Aber wie viel ist ein Yard? Hallo. Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast die Schattenmilben zurück in die Schatten gejagt, wo sie auch hingehören. Wir können uns nun wieder auf die Ausbildung des Chocobos konzentrieren. Unsere gefiederten Lieblinge sind jetzt so sensibel und schreckhaft, dass es nicht leicht ist, sie an Soldaten und Abenteurer auf ihren Rücken zu gewöhnen. Dank dir werden die miesen Schattenmilben uns nicht mehr dabei stören. Auf dich jetzt verlassen. Wenn es dir recht ist, werde ich dich meinem Bekannten weiterempfehlen. Klar. Ruf und Rang sind immer gut. Ich rieche eine Ölquelle. Ölläuse. Ich habe einen Auftrag für dich. Und zwar möchte ich, dass du Ölläuse sammelst. Du findest sie in den Büschen in der Nähe der gesegneten Jungbaums. Doch sei auf der Hut, wenn du das Gestrüpp nach kleinen Insekten durchstöberst. Sie sind die Lieblingsspeise der Marienkäfer und könnten etwas dagegen haben, wenn du ihre Lieblingsspeise plünderst. Die Ölläuse bringst du dann bitte zu irgendjemandem am Wachturm. Ich will mich damit bei ihm für den Schutz der Stallung bedanken. Das ist aber lieb von dir. Ich glaube, das machen wir. Machen wir das noch? Oh, da ist sogar gerade was. Eine gesegnete Zone. Da gucken wir doch mal gerade noch schnell hin, was das ist. Geht die Folge vielleicht ein bisschen länger, aber dafür ist da immer noch... Oh, gibt's Fallschaden? Ja! Ein fatales Ereignis geschieht ganz in deiner Nähe! Opus bedienen sich im Revier. Tun sie das? Ich wollte den Opo-Opo angreifen. Beating! Einhalt, auch wenn es mit Gewalt sein muss. Wird doch noch von Opo-Opo angegriffen. Mein Gott! Bewege dich nicht. Ach, drehen ist auch schon bewegen? Okay. Na dann stirb, du Opo-Opo. Warum bin ich hier eigentlich gerade das Ziel von zwei? Zum Glück haben wir Heilmagie. MKL? Wofür steht MKL? Fade erfolgreich! Beitrag und Vergütung. Sobald dein Feld abgeschlossen ist, wird deine Belohnung für die Teilnahme angezeigt. Belohnungen werden unter allen Teilnehmern verteilt und richten sich nicht nur nach ihrem Erfolg, sondern auch nach individuellen Beiträgen. Je aktiver du beim Erfüllen von Feldzielen bist, desto größer wird dein Beitrag und deine Belohnung. Dein Beitrag wird durch Gold, Silber und Bronzemedaillen verdeutlicht, die Belohnungsfenster erscheinen. Okay, und wo ist das? Wo sehe ich jetzt dieses Belohnungsfenster? Wo sehe ich das? Offensichtlich habe ich das nicht gesehen. Du hast 6 Skill erhalten. Das wird ja nicht gewesen sein, oder? Aber wo sehe ich denn jetzt mein... Aha. Okay. Ich war offensichtlich... Vielleicht wurde es kurz angezeigt und ist einfach verschwunden, weil dieser Infotext darüber war. Naja, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder zurück in die Stadt begeben und dort dann Izumi-Yan Bericht erstatten, auf dass wir endlich ein bisschen mehr Klamotten bekommen als das hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.